Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe was ich euch vorstellen will, das sind mehrere Produkte. Dazu muss ich euch sagen, ich habe die Produkte gestellt bekommen von der Firma Leox, weil ich hatte da eine Anfrage gestellt, weil die Produkte mich einfach sehr interessiert haben. Kann ich euch auch erklären, warum. Ich war jetzt letztens mit meiner Tochter und meiner Freundin im Wildpark und Plastikboxen hat man genug eigentlich im Schrank. Wie hat ja fast jeder. Aber uns haben halt die passenden gefehlt. Weil wir wollten Obstsalat mitnehmen und so ein bisschen, ja, Pudding oder was weiß ich, aber was fertig gemacht hat Pudding. Meine Freundin hat Pudding gemacht, ihr habt, und Obstsalat gemacht, ihr habt selber gemacht. Und da haben mir die entsprechenden Boxen gefehlt, beziehungsweise ich hätte zu viel mitschleppen müssen. Und da habe ich was gefunden und da habe ich gedacht, Mensch, das wäre auch geil, weil wir wollen jetzt demnächst eine Radtour machen. Momentan ist mit meiner Narbe und ich darf noch kein Fahrrad fahren, aber sobald es mir besser geht, wollen wir eine Radtour machen. Und man will ja auch nicht so viel mitschleppen. Man will ja nicht 5-6 Boxen mitschleppen, was vielleicht in 2-3 Boxen reinpassen könnte, wenn sie vernünftige Boxen sind. Und deswegen habe ich da mal angefragt und die Firma Leox hat gesagt, ja gerne, stellen wir die gerne zur Verfügung, wenn du die mal präsentieren willst. Und ich packe die jetzt erstmal aus und zeige euch die. Und erkläre euch auch dann ganz genau, warum gerade die. Einmal habe ich diese. Die habe ich für mich in Grau bestellt. Müsste ich irgendwo? Da. Grau. Die wollte ich unbedingt haben. Ich hatte 3 Stück angefragt. 2 kamen leider nur mit. Dann habe ich für meine Tochter diese angefragt. Aber in Rosa. Was sehen wir denn? Da. In Rosa. Ist für die Schule auch super. Das ist eine Lunchbox, wie gesagt. Steht auch hier drauf. Lunchbox und Leox. Ich mache euch die Amazon-Links dazu, mache ich euch auch in die Videobeschreibung mal rein. Dann könnt ihr euch das genauer angucken. Dann habe ich für mich eine Kaffeetasse bestellt fürs Auto. Gut, Auto ist jetzt geklaut. Ist nicht da, aber ich habe ja bald wieder ein Auto. Und für zu Hause ist die auch gut. Die werden wir uns auch gleich noch angucken. Dann habe ich eine Kanne gefragt für unterwegs. Die hat auch so einen Rutschschutz. Die gucken wir uns auch gleich an. Ich habe sie in schwarz bestellt. Ihr wisst, ich mag schwarz. Und dann kam noch dieses hier mit dazu. Das fand ich richtig geil. Das habe ich nämlich erst, nachdem ich mit der Firma geschrieben hatte, gesehen, dass die sowas auch haben. Und sogar in meinem Lieblingsholz. Das haben sie mir halt noch gratis mit dazu geschickt. Hier steht auch Leox drauf, seht ihr das? Leox? Ja. Das ist ein Tablet-Halter. Das ist mein erster Tablet-Halter, den ich habe. Auch für Handys geeignet. Auch hochkant kann man das hinstellen. So. Ja. Da kann ich dann auch, wenn ich meine Apps oder irgendwas so abfilme, mein Tablet oder Handy oder so, kann ich das dann hier rein machen. Und sogar in meiner Lieblingsfarbe. Ihr wisst ja, ich mag diese braune Holz. Und jetzt seht ihr das ja. Mein Tisch ist auch so braunes Holz. So. Meine Schrankwand ist so ein braunes Holz, das ist Nussbaum und das fand ich echt toll. Das fand ich echt lieb und fand ich richtig klasse. Hier sind auch noch so Klebenippel mit bei, 3 Stück. In verschiedenen Größen. In verschiedenen Dicken sind das. So, seht ihr das? Das sind 3 verschiedene Dicken. Hier ganz dünn, was dicker und da ganz dick. Die kann man dann halt hier unten runterkleben oder so. Jetzt erstmal wieder rinkriegen. So. Fand ich echt knorke. Aber die packen wir jetzt erstmal weg. Und wir fangen an, würde ich sagen, mit der Lunchbox für meine Tochter. So. Und dafür schwenke ich euch mal nach unten. Ich zoome euch ein bisschen ran, dann können wir das mal auspacken. Ja. Können wir das mal hier hin machen. Wie gesagt, die sind jetzt nur, ist jetzt nur vorab in einem Vorstellungsvideo. Ich werde später, wenn ich sie getestet habe, auch mal ein Video machen und euch
sagen, wie sie sich im Alltag geschlagen haben. So. Komm, geh ab. So. Und jetzt packen wir die mal aus, weil jetzt zeige ich euch mal, was da richtig klasse dran ist. So, einmal haben wir hier dann praktisch hier oben. Das ist komplett dicht. Ja. Dann können wir denn hier abmachen. Das hat dann auch so ein kleines Fach. Da kann man ein paar Stullen drin machen. Und hier ist dann auch extra so eine Gummidichtung. Könnt ihr die sehen? Da ist die Gummidichtung. Dass die dann wirklich auch schön dicht hält. Ja. Wenn man sie dann hier rauf macht. Hier haben wir dann noch Besteck drin. Hier ist eine Gabel mit bei. Ein Löffel ist mit bei. Und ein Messer ist mit bei. Können wir auch wieder reinmachen. Hoppala. Wie war denn das jetzt? So. So. Na jetzt. Beim Zusammenmachen hapert es bei mir wieder. So, machen wir das jetzt einfach mal anders. Machen wir das einfach mal so. Also falsch rum. So. Dann machen wir die Gabel hier hin und das Messer dahin. So. Dann haben wir hier so ein Gummi. Tropfen, den können wir hoch und runter machen. Wir machen mal runter. Ach. So. Selbst hier ist jetzt, da seht ihr das, die Gummidichtung. Und da ist dieser Gummifropfen, was ich euch gesagt habe, was man dann hoch machen kann. Dann ist es dicht. Oder hier, so, kannst du ein bisschen atmen. Ja. So, dann hat man halt hier ein großes Fach für Salat, Pudding oder sowas in der Art. Je nachdem, was ihr da halt reinmachen wollt. Mache ich jetzt ein bisschen zu. So. So, dann kann man das hier wieder zumachen. Dann einfach hier oben das drauf. Habe ich es jetzt so richtig? Ach, ich wieder mal. Doch, ist richtig. Doch, ist richtig. Ist richtig. Aber die Gabel ist raus. So. Dann ruf. Wenn es dann richtig drauf ist. Ich habe falsch gemacht. Das ist. So. Jetzt ist es richtig zu. Wie gesagt, das ist mein erstes Mal, dass ich so eine Lunchbox habe. Andere ist alles so Tupperzeug, was ich habe. So, dann kann man das hier schön zumachen. Wenn es denn hält. Achso, wegen der Gabel hält es nicht. Ach, so. Das ist ein bisschen knapp, würde ich sagen. Bemessen vom Platz her. So, gucken wir mal, wie wir das jetzt am besten jetzt wieder zukriegen. Soll ja auch halten. So, Messer, Löffel, Löffel passt über das Messer und dann die Gabel. Ah, so. So, und schon ist es wieder zu. Ich denke mal, nach ein, zwei Mal benutzen hat man es denn auch drinne. Hoppala. Machen wir wieder raus. So. Nach ein, zwei Mal benutzen hat man denn das Zusammenbauen auch drinne. Aber wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich es in der Hand habe. So, dann haben wir das. Dann kommen wir zu der Lunchbox für mich, die ich für mich bestellt habe. So. Da bin ich mal richtig gespannt. Die sah richtig geil aus. Oh ja. Also auf den Bildern sah sie richtig verschärft geil aus. So. Sieht geil aus. So. So.
Und die ist jetzt vom Aufbau etwas anders, wie ihr seht, als die. Wie gesagt, Leox hat, Leox hat auch andere, die jetzt komplett anders aussehen, also kleinere und ja. Die ist jetzt hier auch aus Plastik, aber die haben auch welche aus Metall. So, jetzt zoomen wir mal hier ran und gucken uns die mal an. Und die hat jetzt hier ein Gummiband, oder wie ist das festgemacht? Ja, das ist ein Gummiband. Gut, ein Gummiband. Kriegen wir das irgendwie ab? Nö. Nee, also das ist ein Gummiband, was das halt zusammenhält. So. Und im ersten Augenblick seht ihr, wir haben jetzt hier schon mal nicht diesen Bügel, das übernimmt hier das Gummiband. Und wir können es einfach abheben. Wir haben jetzt hier kein Messer und Gabel drin. Dann haben wir hier oben eine Box, einen Deckel. Der ist halt praktisch hier drüber. Da ist hier Messer und Gabel drin. Und Messer und Gabel ist hier anders, ist in so einem Gummiding drin. Was ich hier schon mal wesentlich besser finde. Ja, also ist so groß, hier kann man auch schön Salat mit essen. Löffel und ein Messer. So, könnt ihr das sehen? Ja. Und da finde ich schon mal positiv, dass das jetzt so einzeln separat ist. Man könnte das mitnehmen, man muss es aber nicht. Man kann es dann auch zu Hause lassen. Kann man dann hier so rinlegen, auch ins Zwischenfach zum Beispiel. Oder halt, wie gesagt, hier oben rein. Und dafür haben wir ja diesen extra Deckel und da dann so zu. Aber nichtsdestotrotz, wir bauen das mal weiter auseinander. So, dann haben wir hier noch ein Fach. Wie kriegen wir denn auf? Das kriegen wir auf, indem wir... Ja, wie kriegen wir das auf? Drücken, wa? Ach so, nee, wir haben... Ah, seht ihr. Wir haben hier wieder eine Ecke. Auch nicht schlecht. Haben wir praktisch das erste Fach. Und jetzt weiß ich sehr, hier ist die Ecke. Zack. Und das zweite Fach. Beide Fächer sind exakt gleich groß. Könnt ihr das vielleicht so besser sehen. Und da kann man einen Stuhl drin machen, Salat drin machen oder... Ja. Und beide haben auch diesen Gumminippel. Hier ist er jetzt mal raus. Seht ihr das? Gleich rausgezogen. So ein Stück. So. Und dann kann ich ihn auch wieder reinstecken. So. Und zusammenbauen ist da auch kinderleicht. Wir haben hier auch wieder, zeige ich euch mal, so eine Dichtung. Kriege ich so zu fassen hier. So eine Gummidichtung, könnt ihr das sehen? Ja. Die geht hier komplett ringsherum. Dann können wir das einfach ganz simpel wieder zusammenpacken. Einfach zusammen. Achso. Mal hochziehen, dass die Luft raus kann. So. Wieder rein. So, dann nächste Fach oben rauf. So. Jetzt den Nippel erstmal runterdrücken, dass die Luft raus kann. Raufdrücken. Zack, ranziehen den Nippel. Fertig. Ne, hier ist... Hoppala. Hier ist mir ein Fehler passiert. Hier ist die Gummidichtung durch mein Rausheben der Gummidichtung ein bisschen verschoben. So. Und schon passt es wieder. So. Ne, hier wieder nicht. Die Gummidichtung hier. Hat sich bei mir ein bisschen verdreht, wo ich es euch gezeigt habe. So, jetzt ist aber zu. Dann einfach das Besteck hier rein. Den Deckel oben drauf. Und einmal das Gummiband hier rum. Dafür haben wir diese Ausbuchtung hier. Die geht jetzt hier wirklich... Seht ihr das jetzt? So, hier so rum. Da ist der Gummiband dann schön aufgehoben und verschiebt sich auch nicht. Hier unten haben wir auch die Ausbuchtung. Da kommt der Gummiband rein. Auf der anderen Seite genauso. Und schon sind wir alle zu.
So. Dann haben wir die Kanne, auch von Lexon. Da bin ich sehr gespannt. Weil die hat mir für das Auto auch wiederum gefallen, weil die so schön groß ist. Das ist die komplette Kanne. Ich halte euch mal meinen S5 Neo dazu. Da könnt ihr mal so sehen, wie groß die wirklich ist. Mal rauszoomen. So. Da könnt ihr das erkennen. Die ist schon richtig schön groß. Da passen, soweit ich weiß, ja, doch, 0,54 Liter. Also ein bisschen über ein halber Liter. Ist auch mit Gummidichtung, also nicht geschraubt, einfach nur Gummidichtung. Obwohl hier auch ein bisschen geschraubt ist. So, und dann haben wir hier so ein Sieb. Das heißt für zum Beispiel, ja, wenn ihr Kakao zum Beispiel mitnimmt, dann könnt ihr da dann halt immer noch schön schütteln und ja, das löst sich schön auf. Hier innen drin ist auch alles schwarz. Sieht geil aus. So, und dann haben wir hier oben den Öffnungsmechanismus. Da können wir dann daraus trinken. Auch schön groß. Und scheint auch sehr dicht zu sein. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ne, das ist doch zum Schrauben. Ach. So. Und schon ist sie wieder dicht. Und da kann man dann draus trinken. Und hier unten haben wir dann praktisch, das ist dieser Rutschschutz. Wie kann ich euch den am besten zeigen? Da. Hoppala. Seht ihr das? Dass ich das hier so abklappe. Ja, und das ist dann halt hier in der Mitte. Und das ist dann praktisch, wie zeige ich euch das am besten? So. Also wenn jetzt was drin ist, dann rutscht die halt hier. Na gut, hier rutscht sie halt runter. Aber eigentlich rutscht die dann halt nicht runter. Bin ich mal gespannt. Soll eigentlich Rutschschutz sein. So, dann gucken wir uns auch die Kaffeetasse an. Das wird mein neuer, treuer Begleiter. Also hier rutscht schon weniger. Also hier ist auch... Saugt sich richtig an. Wieso klappt das hier? Also hier scheint wohl ein kleiner Defekt zu sein. Wenn ich hier gucke. Also hier macht es nicht, aber hier geht's. Dass es schwer rutscht. Hm? Mal gucken, wenn hier was drin ist, vielleicht dann erst. Wie gesagt, ich bin noch nicht zum Testen gekommen. Mhm. Hier so locker, seht ihr das? Das ist halt auch für diesen Rutschschutz. Und hier oben kommt dann der Kaffee rein. Ist auch eine fette Gummidichtung ringsherum. Ist Metall. Wartet mal. Dass er das besser hört. Hier ist wirklich Metall drinne. Und das Unterteil ist hier lose. Das muss auch so sein. Wegen dem Rutschschutz. Hier oben ist auch nichts drinne. Kein Loch. Ja. Schon hat es wieder festgehalten. Also das ist ja... Ist wie ein Vakuum hier unten. Ich werde das mal gucken, damit ihr das auffasst.
Sehr geil. Das ist richtig geil. Da hält es fest. Also so nochmal ruhstellen und das hält schon fest. Also wie gesagt, das ist locker. So, und einfach ruffig stellt. Und dann kann man hier so machen. So seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Ein bisschen rauszoomen. Also teilweise ist es locker und dann teilweise, wenn man zu schnell macht, also so ganz leicht geht's. Und wenn man dann so schnell macht, ihr seht ihr, pass auf, ganz leicht. Und dann zack, schnell. Und wenn ich jetzt wieder leicht mache, kann ich sie hin und her schieben. Und beim Schnellen passiert es nicht. Das ist geil. So. Man muss auch echt, wenn ich jetzt hier hochhebe, ich zeige euch das mal. Wenn ich jetzt hier hochheben will, da geht's. Seht ihr das, wenn ich am Henkel anfasse? So, hier. Schwer. Und hier. Auch schnell. Naja, gut. Das geht. Aber wenn ich dann... Oder auch hier. Leichte Bewegungen. Und schnell. Also wenn ihr das jetzt seht, wartet mal, ich mach mal raus, dann seht ihr denn meine E-Zigaretten, wie die sich also eh hier was umgeschüttet, fällt eher alles vom Tisch runter. Ich find's geil. Und passt euch noch drin. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnern kann, um die 450 Milliliter oder so. 470 Milliliter. Und die Maße sind 96,5 mal 142,2 mal 141 Millimeter. In weiß sieht sie natürlich auch sehr schick aus. Aber ich hatte ein schwarzes Auto, ich wollte es in schwarz. Ist ja geil. Also ich finde die echt genial gemacht. Was mich jetzt nur ein bisschen irritiert, dass es jetzt hier nicht ist. Weil die sollte es auch haben, die hat ja auch hier unten dieses Gummi, die hat es aber nicht. Irgendwie so, vielleicht erst, wenn sie voll gemacht ist, dass wenn da irgendwie Gewicht drin kommt oder so. Keine Ahnung. Aber die muss ja auch nicht so sehr schüttelfest sein, weil die kommt ja in eine Tasche. Und ist ja so zum Trinken da. Ah, jetzt hat's das auch. Wenn ich leicht mache, so geht's. Na, komm. Jetzt hat's das. Aber nicht ganz so fest wie bei der Tasse. Also bei der Tasse ist es wesentlich kraftvoller. Hier ist es nicht so kraftvoll. Da müssen wir auf jeden Fall mal, das muss ich auf jeden Fall mal beobachten. Da werde ich euch auf jeden Fall später noch ein Feedback zu geben, wie sie sich jetzt geschlagen hat. Aber ich finde die schon mal sehr, sehr toll, dass die hier mit dem groben Gewinde, könnte ich auch meiner Tochter mitgeben in der Schule, ohne dass ich Sorgen haben muss, dass das im Rucksack ausläuft. Weil es schön fest zu ist, da hat man ja so eine Gummilasche. Ja. Weil das Problem ist, ich habe jetzt schon so viele Trinkflaschen für meine Tochter gekauft, die sind alle kleiner als diese und die Silikondinger, die sind echt gut, aber ich hatte dann noch so große Plastikflaschen geholt mit 750 Milliliter und so was alles. Da ist der Gewinde so beschissen gewesen, schraubst du ihn zweimal zusammen, ist es kaputt oder
die ist nicht richtig ruff und die habe ich beim Marktkauf gekauft. Nee, Bede habe ich beim Marktkauf gekauft. Bede mein Marktkauf. Und bei der Ehen ist dann halt noch so ein Clipper davor. Den drückst du hier drauf und dann klippt das hier hoch und dann kann sie aufmachen. Da ist das Plasteding ist kaputt schon gegangen, Flasche weg. Und bei der anderen kannst du hier oben richtig schön raufschrauben, habe ich gedacht, aber das ist so schnell ausgenudelt. Da wäre das jetzt natürlich was idealer für meine Tochter und das kann sie rumschmeißen und das geht nicht gleich kaputt. Das wäre jetzt halt für mich sehr praktisch und vor allen Dingen, das geht hier oben schön auf und zu. Und das hat, seht ihr auch hier oben, guckt euch mal das Gummiding an hier. Seht ihr das? Das ist Gummi. Das geht dann hier rein. Scheint auch sehr schön dicht abzudichten. Dicht abzudichten, klingt auch doof. Aber ihr wisst, was ich meine. So, das soll es jetzt zu diesen Sachen auch erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich werde sie jetzt testen. In der nächsten Zeit, den werde ich heute gleich testen, da werde ich mir gleich mal Latte Macchiato drin machen oder Kaffee Crema. Mal gucken, auf was ich nachher Bock habe. Und der passt eigentlich auch unter meinen Kaffee-Vollautomaten. Das ist geil. Das ist geil. Weil ich hatte schon mal so einen Plastebecher, der ist im geklauten Auto drin, leider. Der hat nicht unter meinen Kaffee-Vollautomaten gepasst, den musste ich dann immer so schräg drunter halten. Muss mir echt dran gewöhnen, dass ich das Ding am Henkel anfassen muss, weil hier unten kriege ich es nicht hoch. Den musste ich immer so schräg machen, damit ich Kaffee drin kriege. Und der ist jetzt von der Größe etwa so wie so ein Latte Macchiato Glas. Und der passt runter, denke ich mal. Und Platz ist da auch genug. Wie gesagt, 400 noch was Milliliter. Ja, sieht doch schon mal sehr stylisch aus. Kann man dann vielleicht doch draus trinken, wenn man das so ankippt oder so? Weil ich habe ja hier so eine kleine Kerbe drin. Ist nur da die einzige Kerbe. Müsste man testen. Ob man da denn daraus trinken kann. Ja, mal gucken. Wie gesagt, Feedback kommt dazu noch. Schwarz sieht echt cool aus. Da würde ich mich jetzt auch erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wie gesagt, ich kann noch nichts genaueres dazu sagen. Also bis jetzt finde ich die Produkte gut. Ich muss aber erstmal gucken, wie sie sich jetzt im ersten Test schlagen und auch bei meiner Tochter, wie die jetzt damit klarkommt. Ich denke mal, David wird meine Tochter Probleme haben mit auf und zu machen. Dann werde ich ihr auch sowas die mitgeben in der Schule. Dann kann sie sich da Salat mitnehmen und Stullen und so. Und wie gesagt, Radtour, sobald meine Narbe verheilt ist und dann gibt es auch ein richtiges Feedback. Das ist jetzt erstmal nur das Vorstellungsvideo gewesen. Die Links dazu klatsche ich euch alle in die Videobeschreibung. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.